Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind wieder in unserem Camp, das wir hier aufgeschlagen haben in der Nähe vom Rummelplatz in Tyler County. Und ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, das Camp ein wenig auszubauen. Das haben wir so ein bisschen in der Vergangenheit vernachlässigt und das sieht dann irgendwie nach dem Camp aus, was hier auch, ja, es fehlen einfach die ganzen Werkbänke und ich möchte das einfach mal bauen. Und ich habe mir da ein bisschen was angeguckt und ein bisschen was ausprobiert. Und da möchte ich mal einfach gleich loslegen. Was ja beim Versetzen immer ein Problem war, dass man mit so großen, also mit vielen Bodenplatten gearbeitet hat. Das ist ein Konzept, was ich jemandem machen möchte, nämlich mit nur zwei Bodenplatten arbeiten. Ich packe jetzt hier erstmal alles ein, was wir rumstehen haben, und fange jetzt einfach mal an und gehe mal hier im Baumodus mal in die Bearbeitung und werde hier einfach mal anfangen, was zu bauen. Und zwar nur mit so einem ganz kleinen, ja, kleinen Grundboden, mit zwei Böden im Grund, und will dann in die Höhe bauen. Das ist das eigentlich Wichtige dabei. So, mal schauen, jetzt mal mit den Treppen nach oben. Ich möchte hier diese Metallgestelle mit den Treppen nutzen. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie angebaut kriegen. Genau. So, den unteren Bereich möchte ich dann auch verkleiden mit Wänden. Schon mal, wie gesagt, ein bisschen was ausprobiert und deswegen schon einiges im Inventar. So, also gelagert für mir. Und das werde ich jetzt hier einfach mal platzieren. Möchte da auch einfach in den oberen Etagen. Hier unten wird es erstmal ein, ja, ganz einfacher Klotz, sage ich mal. Genau. So. Hier vorne dann noch eine Tür. Das ist also der Eingang für eine Tür. Ich weiß gar nicht, wie wir irgendwo eine Tür schon mal gebaut haben. Nein, so wie es aussieht, nicht. Dann gucken wir mal bei den Türen, dass wir gleich mal hier richtig anfangen. Genau. So, dann haben wir den Grund schon mal fertig. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier nämlich raus und die Tür öffnen. Sonst kommt man da nämlich gar nicht rein. Im Baumodus geht das leider nicht. So, und dann geht es nach oben gleich weiter. Aber hier unten den Platz möchte ich natürlich auch ein bisschen nutzen. Ah, wir haben also auch schon ein paar andere Türen gefunden. Das sind ein paar Baupläne. Dinnertür, glaube ich, so für so einen Diner. Ja, das ist ganz gut. Auch ein paar andere Varianten. Viel Baupläne haben wir leider noch nicht. Aber machen wir das Beste aus dem, was wir hier haben. Lass mal hier unten den unteren Raum ein bisschen gestalten. Also hier unten möchte ich mal eine Bastelwerkbank einfach mal setzen, dass der Raum hier auch unten irgendeine Bewandtnis hat. Wo quasi der Workshop hier unten. Und natürlich, dass man nicht erst die Treppe hochlaufen muss, auch gleich mal eine Lagerkiste. Und ne, die ist ein bisschen lütt, die ist ein bisschen sehr klein. Dann nehmen wir mal eine neue, dann nehmen wir mal den Standard quasi. Dann packen wir hier die Stashkiste hin. Und na, wir lassen nicht alles so gerade bauen, sondern so ein bisschen nur. Nicht jetzt gerade organisch sagen, aber naja, dem also ein bisschen, naja, nicht so geradlinig bauen. Na gut, das ist eigentlich genau das, was ich sagen will. So, nur noch ein bisschen was an die Wand. Mal gucken, was wir hier so haben. Ein paar alte Poster, ein paar alte Voltposter, Voltec-Poster, die finde ich ja sehr schön. So, gucken wir, was hier passt. Irgendwas, was zum Basteln passt. So, Face Never, Volt Forever. Gucken, was haben wir hier noch? Safety first. Happy Work. Hard Work is Happy Work. Ja, na, das passt doch hier an die Bastelwerkbank. Dann kleben wir das mal da drüber an die Wand. Kann ich wohl aufwärmen. Braucht Unterlage. Hat doch eine Unterlage, würde ich hier mal sagen. Warum geht das nicht? Geht gar nicht. Leider nicht. Jetzt hat er das gemacht. Okay, gut. Ja, dann sieht das doch gleich ein bisschen organischer aus, wenn das nicht ganz gerade in der Mitte da drüber hängt. Ja. Gut, soll mir für hier unten erstmal reichen. Kommt man jetzt hier rum? Ja, gesprungen schon. Sehr schön. Ah, das ist ein bisschen trickreich mit der Tür. Mal gucken, warum geht die nicht nach außen auf? Gucken wir mal, ob man das nochmal ändern kann. Ja, ich nehme mal die Treppe weg. Vielleicht geht es dann ja nach außen. Auch lang mal die Treppe erstmal ein. Ja. So, und mal gucken, was jetzt tut. Auch nicht. Sauerei, muss man die Tür zumachen. Fällt mir gar nicht. Soll dann nach außen aufgehen. Lagern die Tür mal ein und setzen gleich mal eine andere dahin. Mal gucken, ob das dieses Problem hier mit. Wo sind hier die Türen? Wo sind die Türen? Das Menü ist recht unübersichtlich.
Genau, so. Und hier noch so ein paar bunte Türen. Die sieht doch eigentlich ganz nett aus. Moment, ich sehe gerade, die Angeln sind auf unterschiedlichen Seiten. Das hat ja sicherlich einen Einfluss darauf, wie die Tür sich öffnet. Ja, genau. Das ist gut. Kommt man jetzt hier durch? Ja, gut, dann kann das eigentlich so bleiben. Jetzt weiß ich aber nicht, ist die weiße Tür so richtig? Jo, so machen wir mal eine weiße Tür. Ja, leider gibt es noch keine anderen Wände. Wir haben noch keine anderen Wandtypen gefunden. Also müssen wir mit denen erst bauen oder auch mit den einfachen Holzböden. So, jetzt sind wir hier erstmal im Obergeschoss. Da ist noch nicht viel zu sehen. Das werden wir gleich mal ändern. So, da fangen wir mit ein paar Grundplatten an, mit ein paar Bodenplatten. Gucken, was wir hier so haben. Genau. So, mal sehen, auf die Ausrichtung achten. Oh, die geht hier irgendwie nicht. Warum geht die hier nicht? Möchte sich hier nicht ansetzen lassen. Dann fangen wir mal hier drüben an. Ne, das gefällt mir nicht. Das soll bitte gerade und einheitlich sein. Drehen. Ja, genau. So, weiter. Mehr davon. Ein bisschen fummelig. Gut, das will er gerade nicht so ansetzen. Versuchen wir mit halben Platten. Die machen sich eigentlich mal ganz gut. Genau. Hier ist noch mit halben Platten weiter. So. Passt die auch. Und hier. Und nickt dann nicht. Die rutscht. Die soll dahin. Zier dich nicht. Jetzt. Sehr schön. So. Die waren gar nicht beabsichtigt. So, was ich auf jeden Fall machen möchte, wie gesagt, ich möchte das nicht so geradlinig bauen, sondern auch ein bisschen nach außen rausgehen. Das heißt, hier das, die zwei vielleicht oder drei, mal gucken. Die möchte ich als Balkon oder als mal Terrasse, kann man ja eigentlich nicht sagen, mal anlegen. Also hier gleich mal, au, runtergefallen, ungünstig, da ist noch nicht genug Platz. Ich gehe mal wieder hoch. Mit der Tür hier, mit dem Türrahmen in der Hand. So. Ah ja. Jetzt. Genau so hätte ich mir das gedacht. Dann hier mal noch ein Fenster daneben. Ich fahre schon wieder runter. Also jetzt brauche ich erstmal die Böden. Das geht mir auf den Sack. Ne, das ist nicht so. Gut. Erstmal die Böden hier hin. So. Mal schnell die Größe ungefähr bestimmen. Wenn es sich dann bestimmen lässt. Und hier hinten weiter. Der hat sich hier so ein bisschen. Na, war gerade richtig. Nu aber. So, nicht wieder runterfallen. Stehe schon wieder ganz hart an der Kante. So. Mal drehen. So. So in etwa stelle ich mir das mit der Größe vor. Jetzt haben wir da ein bisschen. Ja, so ist das ganz gut. Sehr schön. Also das soll ungefähr die Größe sein, auf der ich jetzt hier bauen möchte. Weiter geht's dann. So, hier nach außen hin möchte ich dann ein Fenster haben. Also wie gesagt, hier draußen so eine Art Balkon. Ausguck. Ja, hier auch gar nicht so schlecht. Hat man mal auf Blick auf ihren Rummelplatz. Wird langsam dunkel. Müssen wir uns beeilen mit dem Bauen, dass wir hier auch noch was sehen. So, glaub. Nee, wir machen mal nicht ganz so groß den Raum hier. Da hat er sich gerade ein bisschen. Genau, das soll nach draußen zeigen. Hier eine geschlossene Wand hinter der Treppe. Das halte ich für ganz sinnvoll. Genau. So, hier hinten noch einen Raum einbauen. Oh, jetzt hat er sich aber gerade. Können wir das drehen? Ja, werde mal die Platte hier nochmal ganz kurz einpacken. Mal gucken, ob er die Wand da jetzt angebaut kriegt. Ja, aber nicht so rum, wie ich es mir vorstelle. Ich setze die, wenn es geht, erst einmal. Da hat er sich gerade massiv. Möchte nicht so, wie ich das gerne möchte. Wir sind mal von der anderen Seite. Alles etwas fummelig. Gut, dann machen wir das halt so rum. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann soll er seinen Willen haben.
So, Tür soll aber andersrum zeigen, genau. So. Obwohl das hier eigentlich auch passen würde, wenn die so rum ist. Eigentlich innen. Genau, dann sieht das hier drin wenigstens einheitlich aus, wenn man von der Wand mal absieht. Gut. Mach hier mal ganz fix weiter. Da so ein Grundaufbau im Kopf. So. Hier hinten ein paar Fenster in die Ecke. Und ich möchte natürlich bei zwei Ebenen auch gar nicht bleiben. So, lass mal den da hin. Das Fenster da hin, bitte. Sehr schön. Möchte hier auch gar nicht, wie gesagt, bei zwei Ebenen bleiben, sondern tatsächlich auch noch eine dritte draufsetzen. Hier unten auf der Ebene und auch mit dem Eingangsbereich stellen wir so ein bisschen so einen öffentlichen Bereich vor. Wir sind ja hier auch in der Nähe vom Rummelplatz, in dem mal da werden einige so auch von Vault 76 den Weg hinnehmen. Also, ja, bisschen Service bieten und hier oben alle Werkbänke aufbauen. Aber ich muss ja erstmal die Wände vorsetzen. Ne, da will ich jetzt gar nicht hin. So, weiter. Schauen wir mal, Wände haben wir genug. Habe ich schon mal genug, wie gesagt, getestet. Das wollte ich hier nicht hundertprozentig und einfach mal so auf blauen Dunst machen. Dafür ist mir das Bausystem denn doch ein wenig zu, naja, fummelig. Das trifft es wohl am besten. So, da oben brauchen wir auch noch ein bisschen was, dass wir da weiterkommen. Genau, da muss man ja auch noch hochlaufen können. Das finde ich gut. Ja. So. Oh, hier oben auch gleich weiter mit den Böden. Oben so eine Art, nicht, Sitzbereich, Veranda. Und hier auch nochmal. Genau. So, und hier auch noch abdecken. Gucken. So. Das gefällt mir. So, schauen wir mal weiter. Hier auch noch die Grundplatten setzen schnell. Dann haben wir erstmal den oberen Bereich abgedeckt. Gucken, ob wir das so lassen. Ich finde das so erstmal ganz gut, dass es hier dann nicht ganz bis rausgeht. Da möchte ich dann auch hier gucken, was wir da bauen können. Da möchte ich auch gerne, es regnet auch gerade, das ist ein ganz guter Vorwand, um jetzt hier einfach auch schon mal ein bisschen mit den Dächern zu arbeiten. Möchte ich gerne hier das Ganze ein bisschen abdecken. Da werden wir noch erstmal ein Wandstück brauchen. Und zwar so ein dreieckiges. Mal gucken, welches da passt. Ne, falsch rum. Nehmen wir das hier. Soll aber in die andere Richtung sein. Ich glaube, da muss ich erstmal unten weiter machen, damit wir erstmal eine Wand unten haben. Genau. So. Jetzt hatten wir hier als letztes ein Fenster. Also setze ich da erstmal wieder eine geschlossene Wand hin und das Fenster hier hinten nach außen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt haben wir keine Wände mehr, müssen wir noch neue bauen. So. Genau. Hat das gesetzt? Ne, hat er irgendwie nicht gesetzt. Gegenstand kann ich tatsächlich nicht. Budget der Werkstatt ist überschritten. Das ist natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man hier irgendwas schnell mal vernichten kann. Ah ja, also ich habe hier auch schon mal ein paar Geschütze mich mit rumprobiert. Werde ich auch gleich mal mit weitermachen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Müssen wir jetzt hier mal ganz kurz das unterbrechen. Wie die einfach nicht in die Landschaft setzen. Und hier oben auch nicht so richtig raufsetzen. Das gefällt mir nicht. Dafür mir was anderes überlegt. Und zwar, mal gucken, ob sich das jetzt ausgeht. Das Dach kann, glaube ich, erstmal weg hier. Verwerten wir das mal schnell, den Spaß. Zweite Ebene brauchen wir auch nicht. Spitz, das sieht ja doof aus. Nicht so schön aus. Genau, und wie viele Geschütze sind jetzt hier eingelagert? 6. Ein bisschen viel. Dann machen wir mal, die brauchen eine ganze Menge an Budget, wie man sieht. Die Leiste gleich ordentlich runter. Da möchte ich das etwas anders haben. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte hier draußen extra Plattformen dafür. Nicht die hier anschließen, dass das wieder alles zusammenhängt, sondern einfach mal so eine Art, drehen wir mal ein bisschen, wir können so gerade bauen. Und hier drüben zur Verteidigung auch noch.
Das sieht man jetzt gar nicht. Ihr seht jetzt hier genauso viel wie ich. Nix. Ein bisschen erhöht bauen. So ist gut. Sehr schön. Und dann sind die beim Umziehen des Camps nämlich auch einzeln und hängen nicht zusammen. Ich glaube, das macht sich ganz gut. Und hier oben werde ich einfach mal ein paar Geschütze platzieren. Na, bleiben wir bei den vier Geschützen, die jetzt hier noch übrig sind. Oh, an jede Kante 1. Und drüben auf der anderen Seite auch nochmal. Dann können die sich so ein bisschen gegenseitig überdecken. Machen wir das hier. Kommt man hier hoch noch? Ja. Sehr schön. Eins auf die Seite und eins in Richtung des Camps oder der Hütte. Ist ja eher eine Hütte als ein Camp. Und kein einziges Zelt hier bisher. Und sollte uns jetzt hier irgendwer überraschen, hat er eine Überraschung. So. So, jetzt können wir hier oben reinspringen. Nein. Okay, dann machen wir von hier draußen jetzt noch die Wand zu. Jetzt haben wir wieder das Budget. Und da war die geschlossene Wand. Genau so sieht das aus. So, wie gesagt, dann sieht das alles nicht so ganz so gerade aus, wenn da auch der Balkon dran ist. So, machen wir in der oberen Ebene gleich weiter. Also hopp hopp, wieder in die obere Ebene. So. Genau, dann müssen wir das hier noch irgendwie auch dicht machen. Mal gucken, damit es hier nicht reinregnet. Denn hier oben will ich einen Schlafbereich und so eine Art, ja, Wohnbereich bauen. Mal schauen, wie man das jetzt hier am besten macht. So. Wenn man hier hochkommt, ein bisschen Licht reinlassen kann. Fensterchen, genau. Hier drüben. Ich stelle mir halt hier in der Mitte, das mache ich auf drüben gleich auch nochmal, den höchsten Teil vor. Also so Spitzdach von rechts nach links. Und hier ist die Mitte. Und da sind die Außenseiten. Ich glaube, ist auch, ja genau, es ist drei breit, vier lang. Ja, dann bietet sich das an, das so zu bauen. So, mal schauen. Da oben, dann kann man eigentlich schon ein Dach draufsetzen. Dann kann man das schon mal andeuten. Ist, glaube ich, auch noch ein bisschen zeitig, das anzusetzen. Nee, das lasse ich erstmal noch. So, hier haben wir noch halbe Wände. Die möchte ich Außenseite haben. Ich möchte nicht ganz in die Höhe bauen, sondern hier außen bloß mit der halben Höhe bauen. Hoffe, das geht sich aus. Und von da aus soll es sich dann entwickeln. So, also da haben wir auch noch drüben eine halbe Wand hin. Genau. Und jetzt waren wir ja eigentlich bei den Dreiecken, wenn überall stehen geblieben. So, genau. Das soll die Höhe sein, dass sie nur in der Mitte wirklich ganz oben sind. Ich denke, das passt ganz gut. Dann müssen wir das da drüben auch nochmal schnell machen. Obwohl, nee, das wird mir zu gerade. Machen wir das anders. Ich nehme mal die Wand hier weg. Die soll sich jetzt aber bitte drehen. Nach außen drehen, bitte. Das tut er gerade nicht. Finde ich nicht gut von ihm. Okay. Packen wir das mal kurz ein. So, jetzt riss er sich nach außen. So, und dann kommt da wieder die Bodenplatte hin. Die müsste jetzt da unten irgendwo gelandet sein. Genau. So. Und dann will ich hier nochmal so einen zweiten kleinen Balkon in die andere Richtung haben. Nur noch Wände irgendwo. Nee, Wände haben wir gerade nicht mehr übrig. Haben wir die alle schon verbaut. So. Die lässt sich auch wieder zu früh gesetzt, den Boden. So. Ja, will ich nicht nach außen drehen. Das ist aber nicht komplett. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung von ihm. Lässt sich nicht drehen. Na. Packen wir das nochmal ein. Können wir das irgendwie. Ach, die da drunter wird das forcieren. Ja, jetzt geht's nach außen. Können wir jetzt. Ja, dann haben wir das unten auch gleich in die richtige Richtung. Jetzt. So wird das was. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, jetzt wieder den Boden dahin. Also manchmal richtet er sich da sehr seltsam aus. Und hat da so seine eigene Logik. So. Ja, das war das. Hier will ich ohne ganz bis rausgehen. Die Wand werden wir mal so in etwa weiterziehen. Da werde ich mal in die Richtung das Dach setzen. Das habe ich schon angefangen mit. Da war so angedacht. Ich glaube, wir müssen oben anfangen, damit wir irgendwo die Kante hinkriegen. So. Da gibt es auch mit einmal durchbrochen. Genau, dann kommt das nämlich oben rauf.
Ja, und dann setzt man das hier fort. So, also, können wir gleich mal das Dach setzen. Dann sind wir hier schon mal ein bisschen vor dem Regen, der gerade aufkommt oder aufgekommen ist, schon vor einer ganzen Weile erstmal geschützt. So finde ich das gut. Ja. Können wir das hier gleich mal hier drüben fortsetzen. Machen wir gleich das Dach fertig. Sehr schön. So, und da brauchen wir dann auch nochmal so ein Dreiecksstück, so ein Giebelstück. Kann man dazu Giebelstück sagen? Ja, eigentlich schon, denke ich. Genau. So. Ja, dann haben wir hier einen ganz, ganz kleinen Balkon. Jetzt nicht unbedingt mit dem schönsten Ausblick. Vielleicht müssen wir das nochmal woanders hin versetzen gerade. Finde ich ja nicht so schön. Ja, platzieren, bitte. Na, manchmal hat er sich, da will er die dann nicht umziehen. Na gut, dann muss ich jetzt erst einmal stehen bleiben und den Ausblick hier ruinieren. So, damit ergibt sich, dass wir hier drüben auch nochmal eine halbe Wand brauchen, ganz klar. So, halbe Wände. Erstmal die gelagerten verbrauchen. So, nach außen, genau. Und da dann auch wieder ein Dreieckstück drauf. Da sind die, das ist das Richtige auch gleich. Sehr schön. Dach oben drauf. Regen jetzt da auch nicht mehr rein. So, dann haben wir hier unten so einen kleinen Raum und ja, das ist mal ganz gut. Was will ich denn auch? Das möchte ich dann hier auch irgendwie mal weiterziehen in die Richtung. Da machen wir das noch ein ganz kleines. Ich glaube, das ist ganz gut so. Hier an der Stelle. Aber dann möchte ich, glaube ich, auch den Bereich überdachen. Mal schauen. Ich vertausche hier immer die Tasten und finde ich nie so gut. So, weiter. Also ich glaube, gehe mal hier auch nochmal damit ran. Ich hoffe, das klappt und passt. So. Brauchen wir erstmal wieder ein Dreieckstück, davon haben wir keine gelagert. Wo sind sie jetzt schon wieder hin? Das war das, dann musste das andere sein, genau. Hat man hier nochmal so eine Kammer? Muss glatt mal von außen gucken, wie das aussieht. Und ich würde ja hier gerne einen Überhang bauen. Also so eine Art, ja, Überdachung für den großen Balkon unten. Gucken, ob sich das bewerkstelligen lässt. Ich habe da so eine Idee, das ein bisschen versetzt zu bauen. Ja, muss man dazu sagen, ich habe noch eine andere YouTube-Serie und spiele auch City Skylines und bin da eher ein großer Fan davon. Bei den Standard zu spielen, sondern einfach als Let's Design das Ganze zu machen. Hier passt das natürlich nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich fast befürchtet. Vielleicht geht das, wenn man da mit einem anderen Wandtyp arbeitet oder das Dach gleich von vornherein runtersetzt. Ich muss mal ganz kurz runtergehen und mir das Ganze kurz angucken. Springen wir hier mal ganz kurz vom Balkon und werfen mal einen Blick da drauf. Oh, eigentlich sieht das ein bisschen langweilig aus, wenn er da so gleich hoch ist. Machen wir das mal anders. Da eine andere Idee. So, pack mal das hier wieder ein. Ja, zurück kurz zu City Skylines. Also das spiele ich dann auch im Rahmen eher so von Let's Design. Das ist das, was mir besser gefällt. Kann man das Dach hier drüben ansetzen vielleicht? Ja, da ging was. Aber nur nach oben. Na, so ungünstig. Okay. Nee, das kann man nicht. Das können wir auch nicht. Müssen wir einlagern. Müssen wir auch einlagern so lange. Das ist auch sehr schön. Und dann nehmen wir das hier neu. Basteln wir das neu zusammen. So. Lassen wir wieder mit dem Stück an. Genau. Nehmen wir das Gegenstück dazu. Nö, das will ich nicht. Das kann auch weg. Und dann hier das Dach drauf. Und dann setzen wir das Dach hoffentlich außen fort. Oh, jetzt habe ich keine Dächer gerade. Neu bauen. Genau. Na, jetzt sieht man das hier leider nicht so gut. Aber ich setze das Dach draußen einfach fort und er hat es auch schon angesetzt. Jetzt mal hier ein bisschen durch die Wand bauen. Das ist aber ein bisschen schwierig.
nicht so richtig sieht, was man da eigentlich macht. Und damit wir das Fenster nicht verdecken, machen wir die am Fenster haben. Ups, denn das dann da drunter, genau. Und hier das auch nochmal da drunter. So. Sehr schön. Dann brauchen wir hier eine Menge halbe Wände. Lass mal die. Nee, gelagert ist jetzt, glaube ich, keine mehr. Doch. Nur noch. Das schon mal gesehen bei einem anderen, der ein kleines Camp gebaut hat, dass es die auch in anderen Varianten mit Fenstern gibt. Lass mich hier gerade mal gucken. Die müssen hier bei den anderen bei sein. Genau. Das wäre natürlich toll, wenn man jetzt hier das noch machen kann. Aber das wird man dann, werde ich dann später mal umbauen. Aber für den Moment müssen wir damit auskommen. So. Hier oben. Ja, machen wir hier oben noch kurz die letzten Wände fertig. Dann sind wir damit auch durch. Da noch eine Wände setzen. Hier hinten möchte ich einen Schlafbereich abteilen. Genau. Und hier eine Wand setzen. Ach nee, die geht durch die Wand, durch die Decke. Das geht natürlich nicht. Und die Wand möchte ich bitte gedreht haben. Drehen. Ne? Okay. Einpacken. Aber wenn die nach außen, wenn die so außen angesetzt werden, dann drehen die auch die Textur so richtig rum. Oder also die Seite richtig rum. So. Das dann, also dann kann man hier später mal, wir haben leider das glaube ich noch nicht, mal gucken, gelagert, wo sind die Sitzmöglichkeiten, Stühle, ja genau, ich hätte hier gerne irgendwie eine Couch oder ähnliches, aber die sind alle noch gesperrt, da müssen wir uns zwar noch mal um die Baupläne kümmern, aber so ein bisschen werde ich hier trotzdem schon mal platzieren, bestimmt vielleicht irgendwo mal einen Sessel, den man setzen kann, nur diesen Flugsitz, der passt ja mal gar nicht. Ja, irgendwas Nettes. Ne, also irgendwie so richtig was Nettes haben wir hier noch nicht. Gibt es auch wirklich noch gar nichts freigeschaltet. Hier unten vielleicht noch irgendwas bei. Ne, alles noch nicht freigeschaltet. Also das finde ich ja ein bisschen dürftig. Ne. Ja, da also ganz, ganz wichtig erstmal dem die irgendwie hier freischalten. Hatten wir ja schon mal gesehen, dass es die irgendwo auch zu kaufen gab. So, ja, das ist glaube ich was von draußen. Ja, dann machen wir das gleich mal. Oder sind wir jetzt hier eigentlich fertig? Nee, wir sind ja nicht fertig, da ist noch ein Loch in der Wand, verdammt. Ja, dann bleiben wir erstmal dabei und machen erstmal das kurz fertig, bevor wir das jetzt hier ausdekorieren, so ein bisschen zumindest, und auch den Rest hier platzieren. So, wir brauchen noch mal eine dreieckige Wand hier drin. Die passt auch. Sehr schön. Machen wir einen ganz nett abgeteilten Bereich. So. Ja, hier eine Schlafnische, da werden wir gleich mal das Bett aufstellen. Dann können wir hier weitermachen. So. Jetzt mal das Bett hier irgendwo. Genau, da ist das Bett. Nicht ganz gut, wo ist die? Ja, so grobig müsste das richtig sein. Ich finde das halt ganz nett, dass das jetzt hier auch gerade so nach außen hin. Ja, dass das schon so weit runterkommt. Ja, man kann immer noch hinlaufen, aber ja, es ist halt keine ganz hohe Wand. Es ist irgendwie, finde ich einfach ansprechender als ja, so den Standard. Und jetzt haben wir auch, ich gehe auch noch mal kurz runter. Haben jetzt hier also auch so einen netten Versatz drin. Also das gibt dem Ganzen doch, ich sag das gerne, das gibt dem Ganzen doch Charakter. Ja, also so in etwa, ich mir verstehe. Nur, was ich mir nicht so vorgestellt habe, ist natürlich, dass das jetzt so, naja, nach grauer Maus aussieht. Gut, aber das können wir jetzt noch nicht ändern. Später mehr dazu. Aber man muss ja erstmal irgendwo anfangen. So, was wir natürlich jetzt hier brauchen. Also erstmal will ich mal irgendwie die Werkbänke platzieren. Was haben wir denn hier alles schon? Wir haben die Campstation, die Laborstation. Damit man hier auch, ja, das gefällt mir auch nicht so, nur ein bisschen das abdecken. Ich glaube, die werde ich mal hier hinsetzen. Dann ist das auch geschützt so ein bisschen. Fällt man da hoffentlich nicht runter. Irgendwie Gitter gehen auch nicht. Und die Ecke da hinten gefällt mir ja gar nicht. Wollen wir mal was hinstellen, einfach, dass das ja, by purpose aussieht. So, haben wir noch ein paar Poster, die wir da hinsetzen können. Irgendwas, was hier vielleicht passt, da drüber. Dann erkennt man die vielleicht besser. Mal gucken.
Naja, das passt nicht. Mal gucken bei den anderen Postern. Also, naja, da war erstmal eine Stelle fertig und dann gehen wir zur nächsten. Das glaube ich, finde ich besser, als so Wandigold sind. Guck mal, gibt es denn hier noch an Postern? Eat well, live well. Oh, das ist doch was für gleich. Da habe ich schon eine Idee. Genau. Haben wir hier noch? Ja, all in this together. Stay fit, stay focused. Da brauchen wir irgendwo noch einen, weiß ich nicht. So eine Fahrräder, zumindest gab es die Info laut 4, die man aufbauen konnte. Mal gucken, ist hier noch so was, ne? Hatten wir schon. Extermination is everyone's job. Okay. Sauberkeit ist, wenn ist Göttliness. Also Sauberkeit ist göttlich. Have you taken your medication to tell her? Über der genau. Das ist doch genau die richtige hier drüber. Dauern gar nicht weiter so. So, geht das auf Anhieb? Ja, sehr schön. Aber wenn wir so weitermachen, gleich noch ein Level Up. Sehr schön. Gibt's noch was anderes? Gibt's auch noch einen Clean? Ich finde ja die gealterten finde ich einfach deutlich schöner. Nee, erstmal Bilder nicht. Oder vielleicht haben wir noch ein Bild irgendwo hin. Naja, jetzt erstmal glaube ich nicht. Wenn wir denn, so viel haben wir noch ja nicht gesammelt. Gucken wir uns hier mal an irgendeiner Wand an. Ein bisschen größer. Oh, jetzt habe ich jetzt gebaut. Okay. Ja, gut, dann. Weiß ich nicht. Glaubt nicht an Schicksal und so, aber vielleicht soll er so sein. Gut, ja, ist das schon mal da an der Wand. Wollte mir da eigentlich was angucken. Ja, machen wir mal mit den Stationen weiter. Damit wir hier auch erstmal alle haben. So, gelagert. Genau, wir haben hier. Eine Kochstation. Ich glaube, hier, das wäre dann der richtige Ort für eine Kochstation. Ist natürlich nicht so gut mit dem Fenster. Das und hier vorne gleich. Ja, ich glaube, dass ich den Ofen hier vorne ein bisschen langweilig aussieht. Nee, hier vorne vielleicht ein Sitzbereich. Das finde ich besser. Dann tauschen wir gleich nochmal die Wände aus. Ich platziere den erst einmal. Und tausche mal die beiden Wände miteinander. Stellen wir mal kurz da ab. Und dann machen wir so. Wo ist jetzt das Fenster? Achso, das habe ich gar nicht gehabt. Das andere. So. Und dann kommt hier die Kochstation hin. So, kann man daneben auch noch ein bisschen was hinstellen. Irgendwelche Oberflächen. Weil dann da Bodendekor, Tische, Wanddekor und sonstiges. Nie. Das sind das Regale. Regale werden hier ganz so. Irgendwie wird. Ah, auch noch keine Regale. Gut, dann machen wir erstmal provisorisch hier so eine. Ja, das daneben. Weiß ich, ob das ist ein Holzregal, neben den Ofen so nicht zu stellen, aber gut. Ist hier ein bisschen dicht dran hier im Moment. Wenn wir mal so ein bisschen zu so gerade. Wenn wir ein bisschen anders machen. So. Bräuchte man hier oben eigentlich noch einen Schornstein. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus, dass hier oben einfach mal so eine Kante drin ist. Also ein schräges Dach. Ist ein bisschen erhöht, ja, das ist nett. Gut, machen wir da mit den Stationen. Wir wollen noch die anderen beiden aufbauen. Also uns fehlen jetzt hier noch die Rüstungs- und die Waffenwerkbank. So, die müssen wir ja auch noch irgendwo haben. Wo sind sie denn hin? Da. So, dann haben wir hier die Rüstungswerkbank. Genau. Die dampft ganz schön. Muss man das Fenster, würde ich sagen. Kann man mal mit lüften. So, ja, die kommt hier in die Ecke. So. Und dann haben wir noch die Rüstungswerkbank. Die hat hinten diese Propangastanks oder Tanks oder Gastanks dran. Machen wir mal hier an die Wand stellen. Wie sieht besser aus. So, ist nicht ganz gerade. Die möchte ich schon gerade haben. Die ist so voluminös. So, das brauchen wir hier natürlich auch noch irgendwie. Genau, das passt doch. Wo ist denn hier vorne? Guck mal her, zeig dich mal. Irgendwie äquivalent vorne und hinten, oder? Ne, das müsste vorne sein. Da ist nur ein Schloss, hinten sind drei Scharniere, ja. Dann stellen wir hier noch eine Kiste hin, dann haben wir nämlich hier auch noch eine Werkbank. Oder kann man das? Muss ich mal ausprobieren, ob man das auch irgendwo drauf platzieren kann. Das wäre natürlich echt nett. So, stellen wir das da hin und die Kiste vielleicht oben drauf. Oh, na, das ist ja prima. Ein ganz klein bisschen andrehen in die andere Richtung. Ja. So wird das was. Ja, sieht nicht ganz so langweilig aus. So, und da ich die immer verwechsel. So, jetzt ist wieder die Frage. Ammo machen wir nicht. Was brauchen wir denn hier?
Armor, Rüstung. Welches jetzt weiter? Ich muss immer kicken. Waffenwerkbank, Rüstungswerkbank, Waffen, Rüstung. Gut, dann mal die nämlich gleich mal labeln hier. Weapon, gibt es hier irgendwie ins für Weapons, Komponenten, Wut, ganz, ja genau. Kleben wir das einfach mal da dran. Verlaufen wir uns nicht mehr. Genau. Und gibt doch garantiert das auch nochmal. Wo waren die denn jetzt? Das müssen Wanddekorationen sein. Genau. Dann möchte ich auch noch Armor hier hinten irgendwo dran kleben. Mal gucken, ob sich das wieder so schön machen lässt. Nee, scheinbar leider nicht. Nee, das geht nicht. Dann ja, müssen wir vielleicht mal eine andere Variante finden. Mal gucken. Haben wir hier noch irgendwas? Vielleicht von dem Poster, was da passt. Aber das Poster wird da nicht an die Wand passen. Ja, schwebt denn diagonal im Raum. Das kann ich ja nun ja nicht leiden. Moment, wollte eigentlich ein Fenster darüber haben. Geht passt jetzt natürlich nicht so gut. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes, womit man das symbolisieren kann. Ah, wir haben noch Poster. Aha, noch ein paar Poster freigeschaltet. Die beleuchtet sind offensichtlich. Zumindest brauchen sie Strom. Ah, das wäre doch genau das Richtige hier. Aber irgendwie klebt das hier gerade an der Decke. Ja, yeah, also ich glaube, das Fenster müssen wir einspannen. Das Fenster muss weg. Weg damit. Genau. Und eine andere Wand dahin. Achso, könnt ihr austauschen können. Das geht auch. Man kann also auch, wenn man da das ausgewählt hat, direkt sich was anderes auswählen dafür und das austauschen. Muss man ja nicht abreißen und neu bauen. Verliert man nämlich Ressourcen bei. Aber wir sind ja relativ gut ausgestattet. Oh, das geht jetzt ja nicht. Steht wahrscheinlich so dicht dran. Also zurück. So. Ups. So. So wird das doch besser. Das kommt hier direkt vor das Fenster. So. Und dann können wir auch ein Poster darüber an die Wand kleben. So. Poster. Wanddekoration. Da. Das passt doch. Genau. Aber jetzt mal wenigstens, was es da gibt. Boah, so doch. So, haben wir hier schon mal eine Kiste? Ja. Aber was wir dann definitiv brauchen, ist Strom. Also brauchen wir einen Stromgenerator. Wir sollten ja schon mal im Rahmen der Quest, die wir in Dings gebaut haben, eigentlich einen Stromgenerator gebaut haben. Wo ist der hin? Ist der noch da? Nee, der ist nicht da. Warum ist er nicht da? Wir hatten ihn gesetzt. Da bei dem Camp am Flughafen von Morgantown. Da müssen wir den wohl neu bauen. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Stromgenerator, der 3 produziert und einen großen. Also für einen großen habe ich hier eigentlich keinen Platz, oder? Vielleicht, der macht ja einen schönen Dreck hier. Sollten wir vielleicht nach draußen stellen? Ne, die ist aber zu groß hier. Das gefällt mir nicht. Kommst du hier hin? Ne, passt nicht. Über den kleinen. Der kleine ist besser, genau. So, hier. Ne, das sieht irgendwie doof aus. Kommt der einfach mal hier hin. So, jetzt dampft der natürlich. Das will man ein bisschen noch kaschieren. Gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. Ein Grill. Ja, ein Grill. Der dampft. Das ist doch, glaube ich, eine nette Variante. Aber ich nehme mal den jetzt. Achso, wir können eh bloß den bauen. Oder wie bauen wir den? Dann haben wir hier draußen eine Grillmöglichkeit. Das finde ich doch gut. Und kaschiert so ein bisschen den Stromgenerator. Aber wenn wir jetzt schon hier draußen sind, machen wir doch gleich mal weiter. Wenn wir hier diese Campingstühle oder. Die passen doch hier hervorragend. Oh, jetzt zweimal hinsetzen und einen Tisch dazwischen. So, jo, das Fenster. Das ist doch ganz nett, glaube ich. So, Tische. Was haben wir hier? Ja, soll hier für den Moment reichen. So ein kleiner Klapptisch. So viel haben wir da auch noch nicht, wa? Nee, da geht auch nichts. Die sind was für drinnen. Ja, der würde vielleicht auch noch dazu passen. Ist mir aber ein bisschen zu clean. Guck mal, ich setze den mal. Na, jetzt eben gerade doch gepasst. Oh, ich höre da gerade weiter. Ich muss mich mal kurz ums Essen und Trinken kümmern. Das klang jetzt nicht so gut. Nee, ganz kurz raus. Ja, da wäre jetzt die Perk-Karte doch mal ganz im Fall. Ja, ich sehe gerade. Muss mal ganz kurz mal was trinken. So, und kurz was essen. Das finde ich nicht gut. Gut.
So, und weiter. Gut, nehmen wir den kleinen Tisch, der andere, die sie jetzt gerade irgendwie machen. Ja, soll mir hier für die Balkondekoration erstmal reichen. So, dann haben wir ein Bild an der Wand. Darunter muss noch ein Regal. Bin ich ganz fest von der Moment, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Also, Moment, da muss ein Regal drunter. Sieht das wenigstens so ein bisschen ausgestaltet aus, nach den Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja. Das ist in Ordnung so für den Moment. Vielleicht noch, wenn man hier hochkommt. Naja. Ah, noch. Noch ein Stash hin. Wo war denn hier? Der Hildach, genau. Na, mehr geht hier ja nicht. Gut. Machen wir den da. Wo ist er? Da muss man jetzt aufpassen. Unter der Treppe scheint er sich ein bisschen zu haben. Ja. Oh, mal den hier. Gut. Finde ich in Ordnung. Da haben wir hier die kleine Küche. Noch nicht viel drin. Aber da hat man da auch noch was gehabt mit dem Food und der Sauberkeit. Ist hier ein Poster an die Wand, ganz eindeutig. So. Wanddekoration, Poster. Da unten sind sie. Genau. Also erstmal ein Sauberkeitsposter. Nur. Und noch irgendwas anderes, was da passen könnte. Wie war das? Eat well, live well, genau. Das sind ja die Poster hier für die Küche. Ja, schön. Haben wir das auch. So. Jetzt haben wir einen Stromgenerator. Aber kein Strom angeschlossen. Moment, wir müssen noch Strom anschließen. Das vergessen hier draußen. So, Stromanschlüsse, die sind hier irgendwie drüben, genau. So, erstmal so ein Wandstück. Ne, das nicht. Das auch nicht. Das ist gut. Und dann geht von hier aus ein Stromanschluss hier hoch. Gehen wir mal dahin. Genau, und dann setzen wir da noch ein Kabel an. Und genau, dann sollte jetzt eigentlich alles mit Strom versorgt sein. Weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Ja, jetzt leuchtet das auch. Genau. Gut, na, wenn wir schon Strom haben, dann wollen wir hier oben noch mal ein bisschen was mit Strom anstellen. Mal schauen, genau, ein bisschen Licht machen. Ach, na, du bist doch niedlich. Oh, kommt hier eine Volt-Stehlampe hin. Daneben haben wir noch mal ein Regal. Ja, das ist doch cool. Das ist doch sehr schön. Ja. So ein bisschen man sich auch wohlfühlen kann. Wenn wir noch Wanddekoration, da brauchen wir jetzt noch mal so ein größeres Bild. Mal sehen, was gefällt uns denn hier. Mal was Größeres. Ja, das passt doch hier in die Gegend. Oder öfter mal auf irgendwelche Farmen. Das ist doch sehr landestypisch sozusagen. Gut, ja. Ganz nett. Wir können ja auch mal hier spaßeshalber jetzt schon mal die Fenster aufmachen. Und mal einen Blick rauswerfen. Irgendwie scheint hier noch sehr viel Licht rein. So als würde hier durch die Decke scheinen. Naja, okay. Sollte eigentlich ein bisschen dunkler sein. Apropos ein bisschen dunkler sein und Licht. Hier brauchen wir definitiv jetzt auch noch eine Lampe irgendwo an der Decke. Was haben wir denn da noch so Schönes an Lampen? Eine Wandlampe. Na, die ist ja eigentlich ganz nett. Aber die wäre eher was für draußen, würde ich ja sagen. Hier noch? Ne, die passen nicht so richtig. Ja, die sind ja gar nicht freigeschaltet. Die ist freigeschaltet, was ist das? Nee, die passt ja gar nicht. Also hier kein Labor. Das ist auch ja nicht so verkehrt. Macht hoffentlich so ein bisschen gelbes Licht. Mir gefällt aber die andere da unten ganz gut. Genau, passt irgendwie dann ist so. Ja, passt so eigentlich ganz gut hier. Macht man jetzt so eine Lampe da drüber? Nee, ich glaube nicht. Die müsste eigentlich da oben in der Ecke sein. Ja, die ist hier schräg. Die ist schräg. Die kann man nicht drehen. Die kann man nicht drehen. Das ist das hier meine. Ah, das gefällt mir eigentlich. Und da haben wir eh schon Licht. Moment, da haben wir eh schon Licht. Müsste Mike hier vorne was machen. Keep it simple. Moment. Nee, nicht zu simpel. Was ist das? Spots. Deckenspots. Ach, die sind eh nicht freigeschaltet. Brauchen wir uns gar nicht angucken. Ja, dann kommt einfach hier. So, wir das nur ausrichten, dann kommt die hier oben an die Decke. Sehr schön.
Dann haben wir hier auch ein bisschen Licht. Ich glaube, das passt da ganz gut. Wir sind nicht gerade. Ui, das gefällt mir ja nicht. Das müssen wir nochmal hin. Jetzt haben wir eine zweite gebaut. Okay. Wollte ich gar nicht. Irgendwie hier. Ja, etwas verhackelt. So, das muss ein bisschen mittiger ausgerichtet sein. Das ist immer noch nicht ganz. Das sieht gut aus. So. Was machen wir jetzt mit der Lampe? Hängen wir die oben an? Aber die ist doch nicht für den Wohnbereich da oben. Auch wenn man da schon eine Stehlampe. Nee, kommt die weg. Platzieren und dann wieder abreißen. So, weg damit. Das passt ja gar nicht. Sieh grad, da müsste ja. Das Dach ist falsch. Da muss natürlich jetzt. Das ersetzen wir mal durch. Ist das richtig? Ne, nicht so richtig. Ich brauche das mit dem einen. Dann muss das nochmal gedreht werden gleich. Platzieren und drehen. Genau. Dann ist da nämlich hoch. Der Giebel richtig. Genau. Ja. Ja, finde ich jetzt eigentlich ganz gut. So dekotechnisch eigentlich muss man hier noch so ein kleines bisschen was machen. Wir brauchen auch eine Sitzgelegenheit. Aber ja, ein bisschen wenig von haben. Und sicher bloß mal den hin, das sollte die Wesen sein. Gut. Hüpfen wir hier mal runter, gucken uns den ganzen Spaß noch mal kurz von außen an. Ja. Also, mir persönlich gefällt es so, macht den Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, im Moment ganz gut. Findet auch ganz nett mit diesen externen Verteidigungsanlagen und nicht die hier irgendwie ranzubauen. Ich habe da ein paar Konzepte gesehen, um das noch so richtig als Turm zu bauen und die Verteidigungsgeschütze auf die zweite Ebene und erst in der dritten Ebene ja, dann die Geschütze anzubringen. Möchte ich irgendwie nicht machen. Und eine Dachterrasse, so eine Idee haben wir ja jetzt. Ja, das Dach ist vielleicht ein bisschen zu hoch da, aber anders lässt sich das nicht machen. Gut, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Den Rest können wir dann in den nächsten Folgen weitermachen. Und beim nächsten Mal geht es dann als auch wirklich wie versprochen weiter Richtung Norden. Und dann gucken wir uns mal an, was hier am Rummelplatz dahinter noch liegt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, macht's fein und bis bald.